Ich bin zu spät. Hat der Lehrer das bemerkt? Oh, nee, zum Glück nicht. Oh, jetzt muss ich mich aber reinschleichen. Geschafft. Und niemand hat was gemerkt. Ihr müsst die Emotionen auf eurer Leinwand einfangen. Oh, ich hab so einen Durst. Aber ich habe was in meinem Rucksack, das mir helfen wird. Oh, Cola, du bist genau das, was ich brauche. Du weißt, dass während des Unterrichts Essen und Trinken verboten sind. Her damit sofort. Okay, hier. Entschuldigung. Meine Cola, ich hab so einen Durst. Mann, der hat die auf seinen Schreibtisch gestellt, nur um mich zu verspotten. Ich glaube, ich verdurste. Cola, bitte komm zurück zu mir. Ich brauche dich. Was? Meine Cola ist jetzt in der Wüste? Und Jake hat ein Getränk? Oh, der schlürft daran, als würde ich hier nicht verdursten. Wie kommt es, dass er einen Drink hat und ich nicht? Oh, das war nur ein Traum. Aber ein grausamer. Moment mal. Jake hat einen Drink. Oder trinkt er sein Farbwasser? Nee, das kann doch nicht sein. Ich habe Halluzinationen, weil ich so durstig bin. Der trinkt sein Farbwasser. Aber selbst wenn das nur eine Halluzination ist, sieht das Farbwasser köstlich aus. Ich will das. Ich brauche diesen Drink. Oh, lass mich dir erzählen, wie ich diesen Drink in den Kunstunterricht geschmuggelt habe. Zuerst brauchst du einen Farbbecher mit Wasser und Farbe. Mit einem Pinsel nimmst du etwas Farbe auf. Ja, na klar, eine Farbe, die dir gefällt. Spiel den Pinsel im Wasser aus. Das Wasser muss schön gefärbt sein. Als nächstes brauchst du eine Klebepistole und den Deckel des Farbbechers. Gib einen Leimstreifen auf die Unterseite des Deckels. Keine Sorge, wenn der Leim nicht gerade ist. Großartig, nun zum nächsten Schritt, der Plastiktrinkbecher. Dreh ihn um und kleb ihn auf den Farbbecher. Sobald der Becher fest sitzt, bist du fast fertig. Setz noch den Deckel auf den Farbbecher und ja, voilà. Jetzt kannst du dein Getränk deiner Wahl einfüllen. Der versteckte Plastikbecher hält den Drink sicher und versteckt. Und dein Geheimdrink ist bereit für die Schule. Boah, danke, Jake. Diesen Geheimtrick probiere ich gleich mal aus. Oh, das schmeckt so gut. Ich kann trinken und trinken und der Lehrer wird nichts bemerken. Oh, mit dieser Cola fühle ich mich gleich viel besser. Ja. Yeah. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Okay, klasse. Puh, lange Gleichungen wie diese erfordern jede Menge Gehirnnahrung. Dann sollte ich wohl besser an den Snacks arbeiten. Ich könnte schwören, ich hätte jemanden essen gehört. Aber das wird knifflig, wenn im Unterricht kein Essen erlaubt ist. Aber keine Angst, Essen zu schmuggeln ist einfacher, als du denkst. Also gut, klasse. Dieser Teil ist schwierig, also passt gut auf. Mathe würde mit etwas Essen so viel mehr Spaß machen. Ohne Witz, es ist echt Zeit für eine Snackpause. Ja, ich möchte die Bestellung so schnell wie möglich haben, bitte. Wow, Justin hat Pizza bestellt und zwar genug für uns alle. Was riecht hier so? Wir riechen nichts, Herr Lehrer. Du musst einfach nur schlau vorgehen. Das ist also die Gleichung. Wenn du auch im Unterricht essen willst, solltest du dir diese Tricks gut merken. Yay! Happy Birthday to me! Ich weiß, dass hier etwas Verdächtiges vor sich geht. Sei dir sicher, dass dich kein Lehrer aufhalten kann. Hey, was ist das? Oh, ein Flyer für die Show heute Abend? Wir gehen auf jeden Fall. Wow, stopp. Hier kommt kein Essen vorbei. Ihr könnt nach der Show snacken. Stopp. Ich habe nichts an mir. Das werden wir ja sehen. Erwischt. Oh, ich will nicht auch noch in Schwierigkeiten geraten. Los, verschwinde von hier. Ich glaube, ich kann da was tricksen. Das wird unglaublich. Zuerst muss ich meine Arme aus den Ärmeln ziehen. Bedecke einfach deinen Rucksack mit einem Pulli wie diesem und schon bist du startklar. Pausbäckchen sind das Sahnehäubchen. Oh. 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 Schau mich an, das ist der perfekte Plan. Stopp. Hm, okay. Loser.
Was hast du gegessen, Gabby? Das ist nur mein Rucksack. Willst du auch was snacken? Hey, ich will auch ein paar Snacks haben. Oh, gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Die Show fängt gleich an. Schlag ein. Ich möchte gerne rein. Keine Süßigkeiten. Na gut. Hier. Sowas von lame. Hi. Hey, ich hab doch gerade gesagt, keine Süßigkeiten. Na gut. Bist du jetzt zufrieden? Was will ich denn mit der Zuckerwatte? Zum letzten Mal. Keine Süßigkeiten. Das ist nicht mal meine. Oh, was mache ich damit? Beeil dich, ich warte. Das ist unfair. Ich habe eine Idee. So ein weiches Fell. Darf ich jetzt rein? Jetzt kannst du rein. Danke sehr. Endlich bin ich im Club. Und ich habe sogar Zuckerwatte dabei. Voll lecker. Und sehr elegant. Fast so, als würde man Wolken essen. Wow, davon brauche ich ein Beweisfoto. Hä? Hey, psst, Kumpel, das musst du sehen. Was? Das ist kein Fell. Ich bin stinkwütend. Das war so ein genialer Einfall. Guter Versuch. Her damit. Was? Das hier? Ich bin kein Idiot. Haarig. Das kitzelt im Rachen. Alles okay bei dir? Das ist keine Zuckerwatte. Ups. Hier, so gut wie neu. Viel Spaß beim Tanzen. Eklig. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Oh, ich hab's mit all den Snacks reingeschafft. Das sind auch alles meine Lieblingssorten. Oh, ich kann's kaum erwarten. Warte. Boah, schaut mal, Madison hat Snacks. Schnappt sie euch. Und die Snacks. Boah, die hat die guten Chips mitgebracht. Hey, ich will die auch. Hör auf zu klauen. Danke für die Snacks, Madison. Die waren lecker. Was ist gerade passiert? Oh, die haben sie alle aufgegessen. Das ist nicht fair. Oh, die haben mir nicht mal einen Krümel übrig gelassen. Was? Und meine Haare sind auch ruiniert. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Keine Snacks und eine zerzauste Frisur. Warte. Ich bin der Zauberer der Snacks und der Mode. Keine Panik, Madison. Ich habe die Lösung für dein Snackproblem und dein Aussehen. Dieser Ring wird dir in deiner Stunde der Naschhaftigkeit große Freude bereiten. Dieser Ring? Ich meine, der gefällt mir, aber ich verstehe nicht. Ich schätze, ich muss dir alles zeigen. Dieser Ring besteht aus einer kleinen Dose. Nimm den Deckel ab und dekoriere ihn nach deinen Wünschen. Ich mag Strasssteine. Okay, ich habe den gesamten Rand mit Strasssteinen besetzt. Ich mag auch Blumen, deshalb ist diese blaue Blume das Herzstück. Ja, nächster Schritt. Ich nehme die Dose und gebe einen Klecks Heißkleber drauf. Jetzt den Ring dran stecken. Wichtig ist, dass die Farben stimmen, weil das ja ein Fashion-Zauber ist. Okay, Zeit, die Dose mit dem Mikro-Snack der Wahl zu füllen. Oh, die sind lecker. Okay, die Dose ist voll. Jetzt wird der Ring angesteckt. Madison, bereit für Fashion und Snacks. Oh Mann, ich habe echt einen Zauberring. Oh, ich bin so glücklich. Oh nee. Hier, nimm. Du Spinner. Das hat geklappt. Oh, die hat gar nichts von den Snacks mitbekommen. Apropos Snacks, hat Zeit, den Ring zu öffnen. Schau dir all diese Köstlichkeiten an. In meinen Mund mit euch. Oh, lecker. Jetzt bin ich bereit für den Rest des Tages. Dauert ja ewig. Was ist das? Oh, nein, nein, nein. So geht das nicht. Oh nein, die ist voll sauer. Was soll ich jetzt nur tun? Ich habe ja auch Snacks dabei, aber ich will die nicht wegwerfen. Okay, dann muss ich wohl jetzt alles aufessen.
Einfach alles in den Mund schieben. Okay, das war das Erste. Weiter mit dem Nächsten. Oh, wie soll ich das nur alles rechtzeitig aufessen? Ihn da hat sie einfach weggeschickt. Hey, Moment. Ich glaube, ich krieg die Snacks auf jeden Fall rein. Gut, dann ziehe ich meine Krawatte aus. Und nun kommt meine treue Klebepistole ins Spiel. Ich mache einfach zwei kleine Kleckse auf die Rückseite. Gut, und jetzt das Gummiband. Ich klebe die Rückseite voll mit Gummibändern. Sehr gut. Und nun schiebe ich da meine Schokoriegel rein. Sieh da, alle passen rein. Die Krawatte wieder binden und ich bin bereit. Hm, versuchst du auch Süßigkeiten mit reinzuschmuggeln? Ich weiß nicht, du wirkst ziemlich verdächtig. Diese Lupe wird die Wahrheit zeigen. Hey, wir tragen ja die gleiche Krawatte, ausgezeichneter Geschmack. Also, viel Spaß beim Lernen. Ich hab's geschafft. Schaut irgendjemand her? Nope, das heißt, ich gönne mir einen Schokoriegel. Hm, welchen möchte ich denn essen? Japp, der hier wird's sein. Und ich ziehe ihn einfach raus. Alles klar, die anderen werde ich mir für später aufheben. Wunderbar, Zeit für Schokolade. Ich finde, geschmuggelte Schokolade schmeckt noch besser. Moment mal, Essen verboten? Als ob. Halt! Was hast du da in deiner Hand? Oh, das ist nur etwas Süßes. Essen verboten. Nicht mal ein bisschen? Lässt du dich umstimmen? So viel Kohle für dich. Richtig viel Asche. Nur für dich. Für mich? Nein. So ein Jammer. Oh, endlich ist sie weg. Oh, eine Nachricht. So ein hartnäckiger Bursche. Oh, das ist meine Chance. Rug! Halt! Oh nein! Ich will doch nur gleich hab ich's. Meine leichteste Übung. So eine Gemeinheit. Oh, einen Augenblick. Das könnte die Lösung sein. Du schon wieder? Hast du noch nicht genug? Das ist für dich. Ein Geschenk? Oh, danke. Bitte, trete ein. Geschafft. Ich bin einfach genial. Süßigkeiten. Ich liebe diesen Job. Oh, hey. Ich liebe deine Kette. Wow. Ja, das ist eine Sonderanfertigung. Pass gut auf. Schmecken tut sie auch. Wow, darf ich? Klar, nur zu. Mh, echt gut. Like und abonniere für mehr tolle Videos. Ich muss sicherstellen, dass ich genug Kleber verwende. Das macht echt Spaß. Oh, ich habe Hunger. Oh, stimmt, mein Kleber. Was zum Teufel macht sie da? Hm, echt erfrischend. Gabby, willst du dich umbringen? Willst du auch was? Ekelhaft, niemals. Es ist gut. Naja, mehr für mich. Das ist doch kein Kleber, du Dummerchen. Hast du eine leere Klebstoffflasche? Wasche sie gut mit Seife und Wasser aus. Du musst sicher gehen, dass es schön sauber wird. Fülle sie dann mit etwas Süßem. Es sollte ähnlich wie der Kleber aussehen. Lecker, weiße Schokolade. Das wird richtig gut funktionieren. Füllt es bis oben hin. Das sieht dem Kleber verdammt ähnlich. Schließ den Deckel wieder. Und fertig. Kleber? Jetzt nicht mehr. Wow, lass mich mal probieren. Mh, so lecker. Ich will mehr. Perfekt. Okay, Justin, gib es wieder her. Komm schon, das gehört mir. Hm.
wie soll ich denn das alles halten? Ich habe nicht genügend Taschen. Ich werde das nie an ihr vorbeischaffen. Nee, das wird nicht klappen. Es sei denn... Diese Taschen habe ich total vergessen. Stopp! Hast du Essen dabei? Mal sehen. Was ist das denn? Ausgestopfte Unterwäsche? Haha. Na gut. Zufrieden. Ich wurde erwischt. Ach, was soll ich denn jetzt machen? Hey, das könnte die Lösung sein. Nimm eine mittelgroße Schüssel, füll sie mit Süßigkeiten und steck sie in deine Hose. Stopp! Mal sehen, was du versteckst. Nichts, huh? Wow, das kriege ich aber so schnell nicht aus dem Kopf. Uhu, geschafft! Was für ein glückliches Ende, nicht wahr? Oh mein Gott! Komm schon! Hey! Will jemand Schokolade? Das ist die beste Party! Und das sind die besten Süßigkeiten! Oh nein, sie sucht nach Snacks! Ich glaube, sie hat eine Art Zauberstab, um Snacks zu finden. Oh nein, nicht die Gummibärchen! Was mache ich denn jetzt? Ich will meine Gummibärchen nicht verlieren. Ich muss sie irgendwo verstecken, wo man sie nicht findet. Vielleicht passen die ja in meine Schuhe. Okay, ich schiebe einfach alles unter meinen Pulli. Oh, nichts davon funktioniert. Oh, diese Bücher sind so schwer. Nein, mein Globus! Er ist kaputt, was soll ich nur tun? Okay, warte, Globus, ich bin gleich wieder da. Hey, dieser Globus ist die perfekte Lösung. Alles klar, Globus, du kommst mit mir. Hallo, Ma'am, ich möchte bitte zum Unterricht. Nun, ich muss dich erstmal nach Essen scannen. Oh, ich hoffe, mein Plan geht auf. Sieht so aus, als hättest du nichts. Okay, du bist sauber. Gute Idee übrigens, einen Globus mitzubringen. Mal sehen, steht die Lehrerin mit ihrem Rücken zu mir? Dann mache ich den Globus mal auf. Und dann schließe ich ihn wieder. Yes, das ist der beste Schokoriegel ever. Wie buchstabiert man Pangea? Ich mache mir mehr Gedanken um das Mittagessen. Ich weiß, was mich über Wasser hält. Da ist nichts außer Verpackung. Und mein blöder Appetit. Ich werde wohl warten müssen. Oder ich kann in meinem Geheimversteck wühlen. Mein Lebensretter. Hallo, Sandwich. Ich habe das auch schon gegessen. Langsam wird's lächerlich. Die werden mich nicht satt machen. Ich habe jetzt richtig Hunger. Warte. Glaubst du, die schmecken noch? Früher auf jeden Fall. Was in aller Welt macht Rosie da? Was denke ich mir nur? Mein Hunger hat mein Gehirn vernebelt. Aber verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Komm her, kleiner Kerl. Bitte bring mich nicht um. Jetzt geht nichts mehr. Hey, Rosie. Rosie? Nein! Kein Hunger ist ein gekauter Kaugummi wert. Hey, ich brauche das. Ich versau dir dein Essen ja auch nicht. Frag mich doch einfach. Das sollte dich über Wasser halten. Es sieht aus wie ein Lippenstift, aber schmeckt nach allem anderen als das. Da war der Kaugummi aber die sicherere Wahl. Vertrau mir einfach, okay? Riecht ziemlich gut. Dann nehme ich einen kleinen Bissen. Schmeckt richtig gut. Was für ein Make-up ist das? Du brauchst einen Block Käse und einen leeren Lippenstift. Drück den leeren Behälter in den Block.
Und wenn er rauskommt, ist er voll mit köstlichem Käse. Vergiss nicht, die Kappe aufzusetzen. Das ist genial. Jetzt brauche ich nur noch Cracker. Gut, dass ich zwei dabei habe. Freunde, die zusammen Käse essen, bleiben sich immer treu. Richtiges Essen. Diese Nachtschichten werden nie einfacher. Noch die halbe Schicht vor mir. Das verschafft mir etwas Zeit zum Schlafen. Ah. Die Operation Snack-Attacke ist in vollem Gange. Diese Insassen bekommen heute Abend Essen. Hoffentlich mögen sie Schokolade. Ha! Blink wie eine Katze. Die Wache schläft fest. Schlechter Traum, was? Vorsichtig. Das war knapp. Bein Nummer zwei. Wow. Mann, Abbruch! Abbruch! Wo kann ich mich verstecken? Ich schaffe das. Ziemlich geräumig sogar. Was ist hier los? Ich glaube, ich habe was gehört. Ach, nur eine Maus. Zurück ins Schlummerland. Ich bin drin. Ah, wie lange ist das schon hier? Ich habe das andere Ende erreicht. Spinnennetz. Hier könnte wirklich mal geputzt werden. Wer ist da? Ich bin's. Komm schon. Gabby, entschuldige bitte. Ich komme mit Geschenken. Alles für mich? Lass uns schlemmen, oder? Ich habe Süßes so sehr vermisst. Jetzt musst du das nicht mehr. Ich habe eine Nachricht. Oh, es ist Jake und er hat einen Haufen Süßigkeiten für mich. Ja, Süßigkeiten. Ich kann es kaum erwarten. Das wird super. Dieser Bruch sieht ziemlich ernst aus. Oh, stopp. Es gibt keine Snacks hinter diesem Punkt. Es darf nur gesundes Essen hier rein. Okay, naja, gut, dass ich einen Backup-Plan habe. Ich brauche nur diesen Obstkorb, damit alles klappt. Ich habe gesagt, was du getan hast und die Snacks durch gesunde Leckereien ersetzt. Okay, dann lass mich das noch überprüfen. Mein Bonbon-Stethoskop sieht schon, was da los ist. Bonbon-Stethoskop? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ich verstehe. Na, lass mich hier nur nachschauen. Oh, ist das doof. Ja, der wird doch nichts finden. Okay, du scheinst sauber zu sein. Ich habe nichts gefunden. Funktioniert das Stethoskop überhaupt? Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Hey, Jen, da bin ich mit deinen Snacks. Aber mehr Obst? Ich habe bereits eine Menge Obst. Jen, im Ernst, du wirst dieses Obst essen wollen. Ach, Jake, ich bin satt, Obst zu essen. Ja, aber meins ist besonders. Schau. Ja, es ist mit Süßigkeiten gefüllt. Ah! Warte, bis du die anderen gesehen hast. Wie diese Ananas. Ich weiß, wie sehr du Gummibärchen liebst. Oh ja, das tue ich. Du hast dir gemerkt, dass sie meine Lieblinge sind. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, den Apfel mit den Marshmallows bitte. Oh, das ist der beste Obstkorb. Ich stehe dir bei. Dafür sind Freunde ja da. Danke, Jake. Du hast mir wirklich den Tag versüßt. Stopp. Essen ist nicht erlaubt. Hände hoch. Na los. Mann. Ja, alles gut. Arme hoch, bitte. Oh nee, kein Essen? Da komme ich ja nie durch. Oh, ich habe noch so viel übrig. Ach. Ja. Oh, das sieht ähnlich aus, oder? Da komm schon, schnell nachdenken. Natürlich.
Grüne Dreads, los geht's. Okay, du kannst reingehen. Ich? Ich komme. Wenn du Essen hast, werde ich's finden. Chill. Ja? Snacks zu essen lässt mich Probleme vergessen. Ich will Spaß haben, nicht mein eigenes Grab graben. Ich kenne die Vorschrift, bin ich der, der sie bricht? Lass mich einfach rein und stell mir kein Bein. Oh ja, das war gut. Essen schmuggeln verboten, yo! Ha, das war toll. Rein mit dir. Hey, schöne Haare, Kumpel. Yeah? Nun, und die schmecken noch besser. Wow. Ja, ich weiß. Darf ich? Ja. Ich liebe Grün. Hm. Ich vermisse es zu texten. Aber das muss erst einmal reichen. Gute Reise. Schau, wie es runtergespült wird. Hier stinkt's gewaltig. Ich hab's. Mal sehen. Burger, betende Hände, Ausrufezeichen, Nachricht erhalten. Ich kann das nicht in meinen Händen tragen. Eine angemessene Verkleidung ist notwendig. Gut, dass ich schöne lange Haare habe. Erledigt. Ist auch irgendwie niedlich. Und los geht's. Wo bleibt sie? Endlich! Ich bin hier drüben. Es ist alles hier oben, verstanden? Normalerweise beschwerst du dich über Haare im Essen. So gut. Bist du bald fertig? Hallo, Schokofinger. Sieht aus, als hast du alles. Leckere Finger. Snacks, Snacks, Snacks aus Snacks sind das Beste. Jellybeans und Pringles zur gleichen Zeit sind klasse. Oh nee, da kommt jemand. Oh, ich muss das alles verstecken, sonst gibt's Ärger. Nicht sicher genug, ich brauche ein besseres Versteck. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ah, der kommt schon klar. Okay, ich lege den Pulli so aus. Und jetzt kommt die Füllung. Rein mit euch, Snacks. Das ist der einzige Weg, um euch zu schützen. In diesen Pulli passen eine Menge Chips und Süßigkeiten. Jetzt nur noch so positionieren, dass es so aussieht, als ob er schläft. Hey, sei leise da unten. Und jetzt schnell ins Bett. Okay, Kate, es scheint... warte, was ist das für ein Geräusch? Da war wohl nichts. Mein Arm geht es heute schon viel besser, Herr Doktor. Okay, dann lass uns mal deine Temperatur messen. Sieht gut aus. Dann schaue ich gleich mal nach meinem anderen Patienten. Nee, bitte. Der schläft doch und er will nicht gestört werden. Wecken Sie ihn nicht auf. Es hat ewig gedauert, bis er eingeschlafen ist. Ah, okay. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich sehe später nach ihm. Oh, das war ganz schön knapp. Aber es hat funktioniert. Ich gehe jetzt zurück zu meinen Snacks. Ich denke, ich nehme einen von diesen. Hey, was mit mir? Ach du meine Güte, dich hätte ich ja fast vergessen. Hier, für dich. Gut, dass ich genug zum Teilen habe. Krankenhäuser sind gar nicht so schlecht. Oh nein, die suchen schon wieder nach Handys. Ich muss mir was einfallen lassen. Wie bekomme ich es nur da rein? Der Typ ist sicher keine Hilfe. Da drin ist es wie in einer anderen Welt. Oh, ja? Ich hab's. Und los geht's. Chris. Redest du mit mir? Darf ich? Auf keinen Fall. Oh, bitte, bitte. Oh, aber das kostet. Oh, widerlich. Aber okay. Hm,
Ich befeuchte sie noch für dich. Hier, kiss das. So sanft. Das war der Wahnsinn. Das Fischglas gehört ganz dir. So, und jetzt zu meinem Plan. Wie gut, dass ich beim Mittagessen keinen Hunger hatte. Wichtig ist, dass sie gut verschlossen ist. Die Steine werden es verdecken, siehst du? Und jetzt zum großen Finale. Yes! Hallo! Oh, ich liebe Fische. Du darfst reingehen, Annie. Zeit für einen kleinen Tauchgang. Entschuldige, kleiner Kerl. Schön trocken. Tja, dank des guten alten Plastiks. Oder? Was dann? Hallo, wie geht's? Ich muss los. Ich muss dich zuerst scannen. Versteckst du hier was? So ein Mist. Den habe ich mir für später aufgehoben. Wow, gib sie her. Fein. Hier sind sie. Bist du jetzt glücklich? Geh einfach. Egal, wo war ich? Hey, hier drüben. Nimm meine Kopfhörer. Hallo? Was? Ich habe keinen Besuch erwartet. Kein Essen, ne? Mach sie auf. Ja. Ich habe solche Plastikdeckel genommen und sie besprüht. Dann habe ich sie hier befestigt. Siehst du? Die perfekte Größe für einen Donut. Cool, oder? Und sie sehen total echt aus. Ah, hab's kapiert. Du hast meine Lieblingssorte. Ich habe mich wie verrückt danach gesehen. Hi, meine Freundin wartet da vorne in der Halle auf mich. Oh, ich bin so froh, dass du mich besuchen kommst und Snacks mitgebracht hast. Warte, warte, niemand darf die sehen. Ich habe dir eine Menge Lutscher mitgebracht. Ich weiß, wie groß deine Lust auf Süßes ist. Oh, du bist die Beste, vielen Dank. Mist, wie soll ich denn an dem Arzt da drüben vorbeikommen? Es muss doch was geben, was ich tun kann. Wenn ich einfach vorbeigehe, bemerkt er auf jeden Fall meine Süßigkeiten. Dann schreit er mich wieder an. Ja, aber vielleicht kann ich mich unter seinem Tisch entlang ducken. Och nee, dafür ist er zu schlau. Was ist, wenn ich so tue, als wäre ich schwanger? Ach ja, der hat einen Snack-Scanner. Der Bonbonbauch wird also auch nicht funktionieren. Kate, ich habe dir immer wieder gesagt, dass Snacks hier nicht erlaubt sind. Und dann schreit er mich noch mehr an. Ich hasse es, wenn er mich anbrüllt. Oh, der schreit mich sogar schon in meiner Vorstellung an. Okay, weißt du was? Zeit für drastische Maßnahmen. Snacks in die Hose. Niemals wird er meine Hose nach Süßigkeiten durchsuchen. Okay, verhalte dich einfach ganz natürlich, Kate. Lass sie nicht misstrauisch werden. Och nee, die Süßigkeiten sind aus meinem Hosenbein gefallen. Warte mal, das bringt mich tatsächlich auf die Lösung. Ich stecke sie einfach in die Löcher meiner Crocs. Stopp, Kate. Ich muss dich auf Snacks untersuchen. Gut, du kannst zurück in dein Zimmer gehen. Diese Patientin ist wirklich komisch. Okay, ich bin wieder in meinem Zimmer. Oh, das hat super geklappt. Ich habe all meine Süßigkeiten reingeschmuggelt. Mal sehen. Ich denke, ich werde dich zuerst lutschen. Dieser Krankenhausaufenthalt ist schon viel besser. Und ich habe noch mehr für später. Diese Schokolade ist echt gut.
Okay, es ist Zeit für deinen Termin. Oh nein, ich habe meine Schokolade noch nicht aufgegessen. Ich schätze, du musst die hier nehmen. Ist okay, alles wird gut. Aber ich werde meine Schokolade so sehr vermissen. Okay, ich gehe dann mal. Oh, sie ist so traurig. Das tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Warte mal, meine Ohrringe. Genau das werde ich tun. Hey, warte mal. Du brauchst Ohrringe. Ich nehme diesen großen Ralf Ohrringe und ein paar Gummibärchen. Und dann fädel ich sie auf den Reifen. So geht's. Ein paar Süßigkeiten-Ohrringe. Warte, ich komm rüber. Okay, steck dir diese Ohrringe an. Oh, das sind Gummibärchen. Das ist fantastisch. Du bist der absolut beste Freund. Es wird Zeit für deinen Termin. Das schaffst du schon. Viel Glück. Komm schon. Beeilung. Lass mich dich mal anschauen. Warte, diese Ohrringe. Diese Ohrringe sind echt cool. Darf ich mir den mal genauer ansehen? Ich glaube, ich bin spät dran, oder? Oh, stimmt. Okay, geh durch. Juhu, ich hab's geschafft. Jetzt kann ich meinen Snack essen. Ich liebe Gummibärchen fast so sehr wie Schokolade. Egal was, Süßes ist immer gut. Hey, Essen ist nicht erlaubt. Verschwinde. Komm wieder, wenn du das losgeworden bist. Also gut, lass mal sehen, ob du was versteckst. Oh, er darf meine Süßigkeit nicht sehen. Hey, seine Halskette. Das bringt mich auf eine Idee. Ja, ich denke, das wird definitiv klappen. Voila, ich habe ein neues Schmuckstück, mit dem ich angeben kann. Was haben wir denn hier? Du bist okay. Geh durch. Wow, ich hab's reingeschafft. Und jetzt ein schneller Happen. Hat sie gerade ihre Halskette gegessen? Du hast das auch gesehen, oder? Hey, teilst du deinen Schmuck mit uns? Klar doch. Hier habt ihr. Danke, das ist klasse. Hey, Kumpel, bleib sofort stehen. Du musst gescannt werden. Nope, du kennst die Regeln. Essen und Getränke sind nicht erlaubt. Fein, was soll's. Bleib bitte für den Snackscan stehen. Alles klar, du darfst rein. Wow, dieser Club ist super. Und jetzt wird es Zeit für einen kleinen Snack. Die Schokokrone ist genial. Wow, das gibt's ja nicht. Autsch. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Den Rest hebe ich mir für später auf. In Ordnung, wer kommt als nächstes? Arme raus. Oh Mann, alle werden abgetastet. Was machen wir jetzt mit unseren Süßigkeiten? Wir müssen sie verstecken. Hey, du bist der nächste Kumpel. Willst du mich verarschen? Ich kann deine Schokolade sehen. Ach ja, nur eine Sekunde. Schau dir dieses Kunststück an. Tada, die Schokolade ist verschwunden, denn ich habe sie dorthin teleportiert. Wow, wie hast du das gemacht? Kumpel, aber gib sie her. Hab noch einen guten Abend. Ich kann nicht fassen, dass du meine Schokolade geopfert hast. Ja, aber schau, das war nur Ablenkung, denn wir haben immer noch meine. Das ist eine gute Schokolade. Bleib sofort stehen. Was ist das? Das ist die Ersatz-Disco-Kugel. Ach, okay. Dann geh rein. Warum hast du noch eine Disco-Kugel mitgebracht? Das ist keine Disco-Kugel. Ich zeig's euch. Zuerst habe ich mir eine geeignete Wassermelone besorgt. Und ich habe sie mit genießbarer Silberfarbe besprüht. Ich überzog sie komplett, damit sie schön glänzt. Dann kamen die Folienquadrate.
Die habe ich einfach rund um die Schale geklebt. Ich musste das ganze Ding abdecken. Und voilà, das Endergebnis. Möchte jemand Wassermelone? Oh wow, die ist so frisch. Wir müssen hydriert bleiben, wenn wir die ganze Nacht feiern wollen. Bleib da stehen, was ist das? Das ist die Ersatz-Disco-Kugel. Ich bin der Techniker. Aber wenn du der Techniker bist, dann... Ah! Das ist ein seltsamer Club. Hey du, wie ist dein Tag so? Ziemlich gut, aber denk bitte an unsere Regeln. Ich muss nachsehen, ob du was reinschmuggelst. Genau wie ich dachte. Und was ist hier unten? Und was ist da hinter deinem Horn? Du, nimm deine Süßigkeiten und verschwinde. Okay, tut mir leid. Oh, sieh sie dir an, sie ist schwanger. Was zeigt sie mir in ihrer Handtasche? Was, Gummibärchen? Wie will sie die da reinbekommen? Oh, schau, ein süßer Babybauch. Oh, Entschuldigung, darf ich durchgehen? Oh, natürlich. Was? Er hat sie gar nicht auf Süßigkeiten kontrolliert. Alles klar, dann schmuggle ich meine Süßigkeiten auch so rein. Mist, das klappt so nicht. Hey, meine Socke. Das könnte gehen. Okay, ich nehme meinen Rock und drehe ihn um. Und dann brauche ich auch noch ein paar Socken. Ich befestige sie einfach mit ein paar Sicherheitsnadeln am Gummiband. Drei sollten reichen. Jetzt kommen die Schokoriegel. Ab in die Socken damit. Da werden eine Menge Süßigkeiten reinpassen. Das ist der cleverste Plan, den ich je hatte. Okay, jetzt noch die Süßigkeiten einstecken. Das letzte und fertig. Jetzt muss ich nur noch den Rock wieder umdrehen. Ups, geh wieder rein, Snickers. Er wird mich auf jeden Fall wiedererkennen. Ich muss meine Haare ändern. So, orange ist besser und sieht auch hübscher aus. Hallo! Oh, dein Babybauch ist so süß. Ich halte dir die Tür auf. Juhu! Das hat total geklappt. Hey, ich bin's. Sieh mal, ich habe auch ein paar Süßigkeiten reingeschmuggelt. Oh mein Gott, danke. Ich brauche Zucker. So, keine Knoten mehr im Haar. Zeit für einen süßen Snack. Oh, so lecker. Oh, Gabby hat was Süßes. Oh, hi. Hi. Kann ich was abhaben? Sicher, hier. Oh mein Gott. Justin schaut mich an. Ich kann nicht glauben, wie süß er ist. Oh, hi. Bis später, Gabby. Was? Jetzt geht sie einfach zu ihm rüber? Willst du auch was abhaben? Hier. Alles für dich. Danke. Ich kann nicht glauben, dass sie Justin all meine Süßigkeiten gegeben hat. Autsch, meine Bürste ist kaputt. Nun, vielleicht ist das sogar ein Segen. Du kannst Süßigkeiten direkt in die Bürste stecken. Sie passen perfekt unter die Borsten. Rein mit euch, ihr Süßen. Und jetzt bringe ich die Borsten wieder an. Tada! Sie sind perfekt versteckt. Wenn du jetzt Gelüste auf was Süßes hast, dann bürste einfach dein Haar. Und gönn dir einen kleinen Snack. Oh, Gabby isst was. Her damit. Ich hab nichts. Na dann. Hör schön auf das, was deine Lehrer sagen. Und pass auf deine Sachen auf. Oh, und noch etwas, Liebling. Bitteschön, eine Federtasche für dich. Mit einer kleinen Leckerei.
Ich liebe dich. Viel Spaß in der Schule. Hm? Oh, ein Schüler. Moment mal, was ist das? Du kennst die Regeln, kein Essen und Trinken. Gib das sofort her. Und jetzt verschwinde. Mama, sie hat mich angeschrien und meine Süßigkeiten geklaut. Ist nicht dein Ernst. Na, das wollen wir mal sehen. Keine Sorge, Schatz, ich kümmere mich darum. Was mache ich da bloß? Als erstes schmelze ich diese Schokodrops. Dann ziehe ich die Masse in eine Spritze auf. Jetzt brauche ich einen leeren Strohhalm. Und den fülle ich mit der geschmolzenen Schokolade. Ich schüttle ihn, dass sich alles gut verteilt. Wenn sie fest ist, nehme ich die Schokolade raus und stecke sie in ein Papier von einem Wachsmalstift. Schätzchen, nicht weinen. Problem gelöst. Aber das sind doch nur meine Stifte. Wirklich? Ich glaube nämlich, das sind versteckte Süßigkeiten. Wow, du bist die beste Mama der Welt. Okay, hier ist deine Schultasche. Ab in die Klasse. Oh, wieder da? Lass mal deine Tasche kontrollieren. Das sehe ich mir mal genauer an. Tja, sieht nach ganz normalen Stiften aus. Okay, jetzt darfst du rein. Los, Abmarsch. Oh, mein kleiner Liebling. Guck dir das an. Der Schnurrbart steht dir echt gut. Oh, hab sie nicht gesehen, Frau Lehrerin. Nachsitzen, sofort. Ich hasse Nachsitzen. Keine Handys, keine Snacks, keine High Heels. Oh, kein Spaß, nur lernen. Also passt auf, Mädels. Sollen wir? Vorsichtig. Sei ganz leise, okay? Beeil dich. Psst. Sie steht da drüben. Hä? Wow. Wo sind wir? Keine Ahnung. Wow. Ich wusste nicht, dass es dieses Zimmer gibt, Dito. Jetzt gehört es uns. Grüne Socken? Okay, schätze ich. Oh, sehr schön. Aber warte. Nee, die passen nicht. Nö. Wie wär's mit Lila? Nee, immer noch nicht. Rot? Warum passt denn nichts? Komm schon. Wem mache ich was vor? Es ist hoffnungslos. Was riecht hier so? Strümpfe? Was zum Teufel? Was soll das? Seltsam. Im Ernst? Hey! Oh, sorry. Yeah. Schon mal an die gedacht? Hä? Warte. Oh, hübsch. Danke. Jetzt brauche ich keine Farbe wählen. Ich helfe gerne. Aber schau dir diese Strümpfe an. Aus denen kann ich was machen. Weißt du schon was? Schau zu und lerne. Erkennst du ein Muster? Das macht richtig Spaß. Schön weiterdrehen. Ja, immer weiter. So, das war das Ende. Hey, guck mal. Was? Cool. Ein neuer Teppich? Wo hast du den her? Nicht meine Strümpfe. Quatsch, gerade gefunden. Danke für die neuen Strümpfe. Es fügt sich alles zusammen. Oh ja. Hey, Fenster? Nein, Licht. Frische Luft? Nein, Licht. Was? Licht. Oh, so stur. Ja, na und? Licht. Das habe ich mir gedacht. Oh, na gut. Kein Licht? Hey, wer hat den rausgezogen? Warte, ich hab's gleich. Ah, so. Hä? Hast du Probleme? Irgendwie hier vielleicht. Immer noch nicht. Was? Hey, die hat gar keine Glühbirne. Nein, die habe ich ausgetrickst. Och, Manu, was jetzt? Ein Ballon? Kann ich den stattdessen nehmen? Vielleicht funktioniert's ja. Come on. Zuerst muss ich alles vorbereiten. Ich brauche eine Menge Kleber. Und natürlich Klopapier. So, das muss ich vollsaugen. Dann auf den Ballon. Ich bedecke den komplett. Sieht aus wie ein Mantel, was?
Ich denke, das wird gut. Siehst du? Als nächstes Poppe. Aber in der richtigen Form. Groß genug für den hier. Danke für die Hilfe, Ballon. Die Luft muss raus. Jetzt noch Farbe drauf. Ich will den nicht weiß lassen. Gleich fertig. So, alles trocken. Wo ist jetzt der Pappring? Tada! Wow, mein eigener kleiner Planet. Es werde Licht. Wow, so hübsch. Auf mich. Cool. Hast du den gemacht? Hier ist es so kosmisch. Darf ich mich setzen? Klar. Lass uns zusammen lesen. Hier ist es echt cool. Und total ich. Finde ich auch. Unser perfekt angepasstes Zimmer. Wir sind fantastisch. Ja, das sind wir. Hi, ich will in den Club. Hey, Essen und Getränke sind nicht erlaubt. Oh, gut, ich habe auch nichts. Du kaust Kaugummi, das zählt. Spuck ihn aus. Kann ich jetzt rein? Stopp, ich werde dich nach Snacks scannen. Ich weiß nicht. Du bist ziemlich verdächtig. Oh, deine Haare. Oh nein, oh nein, oh nein. Ha, du bist immer noch verdächtig. Warte hier. Damit finde ich alles, was du versteckst. Na gut, meine Inspektion ist abgeschlossen. Du darfst jetzt rein. Endlich. Dieser Club ist fantastisch. Und natürlich habe ich einen geheimen Snack. Kaubonbons. Sie sind leicht zu formen. Und ich habe sie einfach wie frische Nägel geformt. Dann musste ich sie nur noch auf meine Fingernägel setzen. Und so macht man eine Bonbon-Maniküre. Ein Bonbon für jeden Finger. Und natürlich auch für meinen Daumen. Meine Maniküre war fertig und ich konnte in den Club. Und jetzt ist Snackzeit. Hat sie gerade ihren Fingernagel gegessen? Was? Das ist so eklig. Wir verschwinden hier. Bleib stehen. Eine Sekunde, ich muss mein Make-up fertig machen. Okay, jetzt bin ich fertig. Mal sehen. Oh. Oh je, ich bin so spät dran. Oh, du hast Make-up dabei. Darf ich es benutzen, bitte? Ich sehe wie ein Wrack aus. Nein, sorry, ich kann es dir nicht geben. Das ist eine seltsame Begegnung. Wie kannst du mich so hängen lassen? Gib schon her. Mal ehrlich, ich habe nur um etwas Hilfe gebeten. Hä? Warum funktioniert das nicht? Ich glaube, dein Make-up ist... Oh, okay, ich verstehe. Das Mädchen hat gerade am Make-up geleckt. Geht einfach durch. Ekelhaft. Ich kann nicht glauben, dass du Süßigkeiten als Make-up getarnt hast. Ja, yep, das ist der einfachste Weg, sie reinzuschmuggeln. Lecker, das ist so gut. Die Clubnacht ist um einiges besser geworden. Nächste. Hast du was zu essen dabei? Weil das ist hier nicht erlaubt. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Mach schon. Das Zeug ist sowieso nicht gut für dich. Rein mit dir. Hey, komm schon, beweg dich. Hallo? Bis gleich. Wow. Wo ist der Typ hin? Ugh. Hey, diese Chips sind lebendig. Das ist doch nicht etwa ein Traum. Ich könnte wirklich einen Kaffee vertragen. Es hat funktioniert. Gewonnen. Die Chips gehören ganz mir. Keine Snacks erlaubt, hä? Huh? Whatever. Ich esse einfach die ganze Chips-Tüte. Versuch mich aufzuhalten. Ha!
Was ist so lustig? Du denkst wohl, du wärst gebieft, Chris. Damit kommst du nicht davon. Okay, ich habe meine Limo dabei. Was? Getränke sind nicht erlaubt? Oh nein. Aber ich will meine Limo nicht aufgeben. Hey, was macht der Pfleger denn da? Wow, das ist eine riesige Spritze, die er dabei hat. Warte, eine Spritze? Meine Limo? Eine leere Spritze? Aber ja, das ist die perfekte Lösung. Komm schon, Einhornmagie, enttäusch mich jetzt nicht. Ich brauche nur diese Spritze. Ein Poppet? Das wollte ich nicht haben. Ich muss mich mehr auf mein Horn konzentrieren. Nee, das auch nicht. Ich weiß nicht mal, wofür das gut sein soll. Ich muss mein Horn noch mehr schwenken. Was? Was macht denn das Mädchen da? Wow, das sieht intensiv aus. Okay, diesmal wird's klappen. Juhu! Ich hab's endlich geschafft. Die Spritze gehört mir. Also gut, jetzt kommt der zweite Schritt. Das heißt, ich ziehe die Spritze jetzt mit meiner Limo auf. Wow, da geht eine Menge rein. Ja, so viel Cola. Oh, ich weiß, wie ich den Plan noch besser machen kann. Okay, ich habe den Arztkittel an. Ich brauche auch diese Mütze. Mein Horn ist im Weg. Na, ich denke, das wird gehen. Meine Getränke sind bereit zum Mitnehmen. Hallo, ich drehe nur meine Runde. Kam sie dir auch ein bisschen seltsam vor? Puh, ich hab's geschafft. Was? Noch mehr Medizin? Hey, ich bin's. Flipp nicht aus. Schau mal, ich hab dir sogar was mitgebracht. Pass auf. Das ist so gut. Und ich habe eine kleine Auswahl mitgebracht. Wow, unglaublich. Du bist so clever. Das trifft es definitiv. Die Zeit ist fast um, Kinder. Ich brauche die Antwort auf diese Frage. Und die hier vielleicht auch. Und fertig. Warum ist sie so schlau? All die Konzentration macht echt hungrig. Na, ich hole mir schnell einen Snack. Hey, willst du auch was? Nein. Wie du meinst. Ich hasse es hier. Gabby, wir haben Zuschauer. Her damit. Nein, die gehören mir. Oh, es tut weh zuzuschauen. Nie kann man in Ruhe essen. Gabby, du kennst die Regeln. Aber ich kann nichts dafür, wenn ich im Unterricht hungrig bin. Oh. Halte dich an die Regeln. So unfair. Diese Chips sind einfach die besten. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da macht? Wie findet er uns immer? Oh, ich vermisse meine Snacks. Der ist echt unheimlich. Tut mir echt leid, Gabby. Ich nehme das nicht einfach so hin. Wovon sprichst du? Ich habe eine Idee. Schnapp dir eine Plastiktüte wie diese. Und fülle sie mit deinen Lieblingssnacks. Ich liebe diese sauren Schlangen. Ich stecke sie einfach hinein und schließe die Tüte. Als nächstes brauchen wir den Ordner. Stecke den Kunststoff mit Metallringen durch. Ordner sind perfekt dafür. Und fertig. Schau. Es wird komplett flach sein, als wäre es Papier. Schaut der Lehrer. Das ist meine Chance. Essen zu schmuggeln ist jetzt so viel einfacher. Oh, gib mir auch was. Welche Seite willst du? Oh, die sehen alle gut aus. Ich nehme eine Schlange, bitte. Oh, lecker.
Schüler? Hier gibt es nichts zu sehen. Ich sehe nichts. Dieses Mal. Oh, das war knapp. Oh, so gut aussehend. Stopp! Bei uns gilt Essen und Getränke nicht erlaubt. Ich muss dich überprüfen, bevor du rein kannst. Hey, was ist das denn? Also gut, du darfst rein. Nächster. Sie wird mir meine Skittles wegnehmen. Warte, bärtiger Krieger. Ha, er ist die Lösung. Ich brauche einen falschen Bart. Und Heißklebe natürlich. Ich ziehe eine Linie wie beim Smiley-Gesicht. Und dann klebe ich ein Stück Stoff dran. Ich habe eine Tasche gemacht, perfekt für meine Skittles. Das ist eine meiner besten Ideen. Bart dran, Süßigkeiten versteckt. Zeit für den Club. Warte mal. Oh mein Gott, es ist der bärtige Krieger. Geh bitte rein. Super, ich hab's in den Club geschafft. Hey, schicker Bart. Findest du, er versteckt auch Süßigkeiten. Niemals, das ist so cool. Bekomme ich was ab? Klar, warum nicht? Ey, Kumpel, hör auf, meinem Mädchen Süßigkeiten zu geben. Oh, sorry, willst du welche? Wow, danke, Bro. Juhu, die Süßigkeiten haben mich gerade davor bewahrt, verprügelt zu werden. Die Schlange beginnt hier. Stopp. Gib dein Essen und deine Limo ab. Lass mich auch sehen, was du in deiner Handtasche hast. Oh nein, er macht eine gründliche Snack-Kontrolle. Was soll ich nur tun? Hey, ihre Haarspangen bringen mich auf eine Idee. Ich kann das definitiv schaffen. So geht's. Gummibärchenherzen auf meinen Haarspangen. Gut, du bist die Nächste. Mal sehen. Du bist in Ordnung. Geh durch. Ich bin drin und es wird Zeit für einen Snack. Hey Mädchen, du kannst auch eins haben. Vielen Dank, du bist so nett. Ist das die Lehrerin? Bitte bring mir keinen Ärger. Ich hab nichts dabei, okay? Na, du scheinst okay zu sein. Kann dieser Tag noch länger dauern? Bin total erschöpft. Ich glaube, ich bin sicher. Hey, pass auf! Meine Süßigkeiten! Warum? Oh, du kriegst ganz schön Ärger. Zeit, die Dinge ein bisschen zurückzuspulen. Perfekt! Ich muss dieses Zeug loswerden. Okay. Dieser Tag hört einfach nicht auf. Okay, jetzt ist der Moment. Ich sehe sie. Sie bewegt sich schnell. Puh. Halt, meine Schnürsenkel. Nein! Meine Süßigkeiten, sie sind überall. Hi. Räum diesen Müll sofort auf. Ich muss das noch einmal probieren. So, da werden wir. So. Blöde Schnürsenkel. So, alles wieder gut. Warte, wo soll ich die Skittles verstecken? Ich habe eine Idee. Yep, das Bandana rettet mich. Und jetzt bleib auch da, okay? Dann mal los. Hier kommt die schnelle Läuferin. Oh yeah. Die Schuhe sind noch zugebunden, richtig? Check und check.
Gut, dann bin ich bereit für den Unterricht. Hab keine Snacks dabei. Nein. Okay, geh. Oh, oh, ihr Parfüm. Es ist so stark. Tschuh! Wow, das tat weh. Ich hab nur... vergessen Sie es. Nehmen Sie einfach alles. In Ordnung. Dein Scan sieht gut aus. Geh weiter durch. Sehr schön. Du kannst durch. Oh nein, das wird auf keinen Fall klappen. Oh! Komm schon, in den Scanner. Ach du meine Güte! Was hast du vor? Auf dem Schild steht, Essen und Getränke sind hier nicht erlaubt. Raus mit dir! Moment mal, Miss. Keine Ausnahmen für Einhörner. Ich muss mich vergewissern, dass du kein Essen reinschmuggelst. Ich hab nichts, ich schwöre. Hast du nicht? Und was ist dann da auf dem Boden? Skittles. Ich wusste es. Yep, ich hatte recht. Da sind die Süßigkeiten. Also los, rück alles raus. Ich wusste, dass du was verheimlichst. Und dann noch so viel. Wie hast du nur so viele Tüten versteckt? Das nimmt ja gar kein Ende. Komm schon, das muss doch ein Ende haben. Ah! Oh. Oh mein Gott, er ist auf den Boden gefallen. Du, nimm all diese Süßigkeiten. Hast du die Schilder nicht gesehen? Snacks sind hier nicht erlaubt. Ja, ich nehme die wieder und gehe. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich erwischt wurde. Hey, ein Skittle hat sich in meine Netzstrümpfen verfangen. Das bringt mich auf eine hervorragende Idee. Also, ihr Skittles, Zeit, euch an meine Strumpfhose zu kleben. Das ist toll geworden. Jetzt wird's Zeit, es nochmal zu probieren. Du schon wieder? Hatte ich dich nicht weggeschickt? Lass mich noch einmal einen Blick auf dich werfen, denn du bist nicht vertrauenswürdig. Also, ich sehe nichts. Du kannst jetzt durchgehen. Haha, ich hab's reingeschafft. Und jetzt kann ich meinen süßen Snack genießen. Hey, Teil deines Kittels, bitte. Au, mein armes Horn. Aber mit diesem süßen Snack geht's gleich besser. Oh nein, das Schild. Essen ist dir nicht erlaubt. Steck das besser wieder weg. Ich wette, ich kann das unter meine Jacke verstecken. Oh nein, mein Schnürsenkel. Das wird nicht gut enden. Autsch, das hat ganz schön wehgetan. Oh nein, meine Süßigkeiten, wo sind sie hin? Da sind sie. Oh oh, das kann nicht gut sein. Entschuldige mich, ich muss weg. Hab einen schönen Tag. Puh, das war wirklich Pech. Meine Schuld, weil ich meine Schuhe nicht zugebunden habe. So, das wird mich davor bewahren, wieder zu stürzen. Blöde Schnürsenkel. Hey, warte mal. Ich glaube, ich bin ein Genie. Haha, kaum zu glauben, wie einfach das war. Ich probiere es jetzt nochmal. Moment, Moment, Moment. Ich muss dich überprüfen. Denn ich weiß, dass du vorhin Süßigkeiten gegessen hattest. Ach, gut, du kannst durchgehen. Ja, das hat geklappt. Absolut fantastisch. Ich kann gar nicht glauben, wie gut das geklappt hat. Und so einfach. Und jetzt zu meinem süßen Snack. Der Typ isst seine Schnürsenkel. Vielleicht weiß er ja, was ich nicht weiß. Bäh, ekelhaft. Die Schularbeit nimmt nie ein Ende. Ups, mein Radiergummi ist komplett weg. Moment, damit kann ich nichts auslöschen. Schätze, ich brauche was anderes. Habe ich meinen großen Radierer zu Hause vergessen? Oh, Justin schaut nicht hin. Ich benutze den da. Stopp, Gabby. Was ist denn? Benutze den nicht. Nimm den hier stattdessen. Was?
Das ist kein Radiergummi. Das ist viel besser. Ich will auch was. Ich zeige dir, wie man es macht. Nimm zuerst den Radiergummi heraus. Der sollte einfach rausrutschen. Jetzt haben wir das Papier und den Radierer selbst. Nutze ein Messer. Schneide mit einer Klinge einen kleinen Teil ab. Schneide dann einen mittleren Abschnitt. Genau so. Und lege die Mitte beiseite. Stecke nun das größere Ende in die Hülle. Aber nicht komplett. Jetzt kommen die Snacks rein. Du brauchst etwas Kleines. Nicht vergessen zu schließen. Ich werde diese Hungersnöte auslöschen. Hier, Gabby, Snacktime. So gut. Moment mal, Miss. Keine Ausnahmen für Einhörner. Ich muss mich vergewissern, dass du kein Essen reinschmuggelst. Ich hab nichts, ich schwöre. Hast du nicht? Und was ist dann da auf dem Boden? Skittles. Ich wusste es. Yep. Ich hatte recht. Da sind die Süßigkeiten. Also los, rück alles raus. Ich wusste, dass du was verheimlichst. Und dann noch so viel. Wie hast du nur so viele Tüten versteckt? Das nimmt ja gar kein Ende. Komm schon, das muss doch ein Ende haben. Ah! Au. Oh mein Gott, er ist auf den Boden gefallen. Du, nimm all diese Süßigkeiten. Hast du die Schilder nicht gesehen? Snacks sind hier nicht erlaubt. Ja, ich nehme die wieder und gehe. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich erwischt wurde. Hey, ein Skittle hat sich in meine Netzstrümpfen verfangen. Das bringt mich auf eine hervorragende Idee. Also, ihr Skittles, Zeit, euch an meine Strumpfhose zu kleben. Das ist toll geworden. Jetzt wird's Zeit, es nochmal zu probieren. Du schon wieder? Hatte ich dich nicht weggeschickt? Lass mich noch einmal einen Blick auf dich werfen, denn du bist nicht vertrauenswürdig. Also, ich sehe nichts. Du kannst jetzt durchgehen. Haha, ich hab's reingeschafft. Und jetzt kann ich meinen süßen Snack genießen. Hey, Teil deines Skittles, bitte. Oh, diese Klasse könnte etwas Aufregung gebrauchen. Auch wenn es nur in meinem Mund ist. Passt gut auf, Leute. Oh nein, mein Kaugummi. Oh nein. Oh, ups. Sieht nicht gut aus. Was um Himmels Willen? Ist das Kaugummi? Wie ekelhaft. Mein Kaugummi! Oh, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hey! Diese Klebebandrolle ist perfekt. Diese Dinger sind für mehr als nur Klebeband gut. Nimm einfach das Band heraus. Sie sind tolle Kaugummispender. Rein mit dem Kaugummi. Jetzt kannst du das perfekte Stück abreißen. Bitte sehr, Gabby. Wow. Danke, Justin. Gern geschehen. Hey. Kannst du nicht lesen, Gabby? Kein Essen oder Trinken erlaubt. Das weißt du doch. Ist die Luft rein? Zeit für einen Snack. Oh,
Ich bin am Verhungern. Kaut Justin an etwas? Ich kann nicht sehen. Er isst definitiv etwas. Aha! Justin? Du hast was zu futtern? Schau! Das war fantastisch! Hast du eine leere Chipsdose? Schade. Keine Chips mehr. Skizziere eine solche Linie. Ein kleiner Halbkreis unten an der Dose. Schneide es dann mit einer Klinge aus. Als nächstes tarnst du die Dose. Dieses Papier ist perfekt. Ich wickle es einfach herum. Jetzt sieht es aus wie ein Stifthalter. Wenn das erledigt ist, füllst du es mit Snacks. Wie diese Marshmallows. Gute Wahl. Hast du den Deckel noch? Den brauchen wir. Schneide die Kante ab und wirf es hinein. So können deine Stifte oben aufliegen. Und rein mit euch. Jetzt kann ich das Papier einfach hochheben. Ziemlich genial, oder? Hier, ein Snack für dich. Danke. Geht es deinem Bauch jetzt besser, Gabby? Mhm, perfekt. Niemand schaut. Lust auf heimliches Naschen? Dann solltest du Plastikverpackungen vermeiden. Justin hat Snacks. Was für ein Glück. Siehst du? Wow, einer nach dem anderen, Leute. Mm, so lecker. Ich liebe die. Oh, so viel dazu. Justin! Her damit! Das hat sich echt nicht gelohnt. Weiter geht's mit der Schularbeit. Hey, ich könnte das Papier hier benutzen. Ich probiere es mal. Wachsstifte sind die perfekte Tarnung. Schau gut zu. Schieb die Farbe einfach raus. Du brauchst nur den Teil aus Papier. Zeit, die Süßigkeiten reinzuschieben. Passt perfekt, siehst du? Jetzt habe ich eine ganze Schachtel voller Süßigkeiten. Solange die Farben übereinstimmen, ist alles in Ordnung. Keiner wird den Unterschied merken. Das wird der Lehrer nie herausfinden. Das ist meine Chance. Das gibt's doch nicht. Justin isst seine Wachsstifte. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Es ist überhaupt nicht gut. Du solltest nur sicherstellen, dass du deinen Sitznachbarn einweist. Sorry, Gabby. Wow, was glaubst du, wo du hin willst? Lies das Schild. Kein Eis? Sorry. Mein Eis. Es ist eine Pfütze. Jetzt kannst du rein. Naja. Noch einmal schlecken. Gut, dass ich noch ein Eis dabei habe. Hey, warum ist es hier so kalt? Bleib sofort stehen. Ich kann dich hier nicht reinlassen. Kein Essen. Und du bist nicht cool genug. Ich kümmere mich drum. Da haben wir es. Und das nehme ich. Bin ich ein Eisblock? Ich bereue es jetzt schon, hierher gekommen zu sein. Ja, ich muss nicht unbedingt in den Club rein. Fast fertig. Hör auf, mir ist schwindelig. Du kennst die Regeln. Kein Essen oder Getränke. Kann ich jetzt rein? Du hast was im Mund. Spuck es aus. Ah, na gut. Ah.
Kommt schon, Leute. Wer ist der Nächste? Du gehst vor. Nein, du. Ich bestehe darauf. Nach dir. Ist das Essen? Nein. Du brauchst ein Peppermint. Ich hab schon geduscht, danke. Ich verstehe schon, kein Essen. Oh, Kartoffelchips, die mag ich. Eine Angel? Wofür ist die denn? Gib mir einfach das Essen und verschwinde. Wollen wir stattdessen angeln gehen? Ich hab eine bessere Idee. Pelzige Hände, liebliche pelzige Hände. Warte, was willst du? Darf ich rein? Schau, kein Essen. Okay, geh durch. Danke. Pelzige Hände. Das hat geklappt. Bist du bereit? Dann los. Bereit. Haha, jetzt wird geangelt. Fast geschafft. Mach weiter. Meine Chips. Hab sie. Das war ja einfach. Hey, ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst abhauen. Teufel zu sein ist harte Arbeit. Stopp! Was ist es diesmal? Kein Essen. Nimm das Eis von der Zunge und gib es mir. Langsam. Nö, das ist meins. Und so lecker. Was zum... Meine Zunge, sie klebt fest. Sehr lustig. Ich mein's ernst, wirklich. Ich krieg sie nicht ab. Tu doch was. Was soll ich denn machen? Es tut so weh. Hilf mir. Ah. Er fällt voll drauf rein. Warte, da passiert was. Ich glaube, wenn ich weiterziehe... Das ist so eklig, aber auch spannend. Vielleicht, wenn ich so ziehe. Bitte hör auf damit. Schau dir das an. Nichts? Klebt noch fest? Normalerweise funktioniert das. Okay, nochmal. Vielleicht brauchst du mehr Wärme? Ich weiß nicht. Jetzt gib mir das. Komm schon! Ja, ich hab's. Was ist los? Oh nein, das wollte ich nicht. Deine Zunge, sie ist... Oh, das ist so falsch. Ich fühle. Ich nehme das hier. Nene. Zunge. Oh, ich liebe diesen Song. Und mein Eis. Ich wusste es. Ich hab gesagt, kein Essen. Ups, zu viel. Ist schon Feierabend? Ich muss dann los. Ein Eis. Hier ist es kalt. Freeze. Ich glaube, das bin ich schon. Scannen. Können wir das beschleunigen? Fremdkörper entdeckt. Zugang verweigert. Zeit zum Abkühlen. Hey, was ist denn los? Wird Smog kälter hier? Meine Snacks! Sie sind hart gefroren. Unfair. Ruhemodus aktiviert. Spar dir die Mühe. Was ist Ihr Problem? Toll, Security. Wie bekomme ich die Süßigkeiten in den Club? Ich denke... Das sollte auf jeden Fall klappen. Sieht gut aus. Ich muss nur das Schild dran machen. Und einige Schläuche. Und jetzt verhalte ich mich wie ein Roboter. Scannen. Stopp. Roboter, Boss Security, du hast frei. Mach Urlaub. Rechnen. Verarbeiten.
Urlaub. Auf zum Strand. Das hat super funktioniert. Und jetzt genieße ich meine Süßigkeiten. Heya! Nee, war nur Spaß. Ups, warte. Hey, hast du Essen dabei? Essen? Nee. Ja klar, her damit. Okay, hier. Schokolade? Werdet ihr es denn nie lernen? Oh Mann, meine Schokolade. Darf ich sie trotzdem mit reinnehmen? Gib her. So muss das sein. Das ist echt uncool, Mann. Ich will meine Schokolade behalten. Her! Gefällt dir das? Okay, so geht's. Ich ziehe mein T-Shirt drüber, um sie zu verstecken. Willkommen im Club Inferno. Hast du Essen dabei? Dreh dich um. Siehst du? Nichts. Nur ich. Okay, du kannst rein. Geh durch. Das riecht wie... Schokolade. Nicht mit mir. Bleib sofort stehen. Haha, ihr werde ich's zeigen. Hab einen schönen Abend. Sie hat ja keine Ahnung. Na, 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 na. Was ist das? Es fühlt sich an wie... Das darf nicht sein! Ah! Vorsichtig! Ugh. Halt! Stehen bleiben! Kein Essen im Kino! Ihr Kinder lernt es nie, oder? Aber Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Wenn du mutig genug bist, versteht sich. Wer hätte gedacht, dass ich so gut meine Maniküre hinbekomme? Die Wächterin! Alles klar, Zeit für die Inspektion, Ladies. Und was hast du heute für mich? Ich hab gar nichts. Wirklich nichts. Ich trau dir kein bisschen. Ich wusste es. Du hast nichts. Und was ist das alles? Hallöchen, Süßigkeitenverstecke. Ich bin nicht von gestern, Schätzchen. Ist das hier wirklich Mayo? Natürlich. Okay, fein. Keine Süßigkeiten mehr. Nächstes Mal werde ich nicht so nett sein. Morgen komme ich wieder. Phew. Sie ist wirklich nicht die beste Wächterin. Sie hat tatsächlich geglaubt, das sei Mayo. Tada! Mein süßes Baby. Was würde ich nur ohne dich tun? Auf mich. Süße, zuckrige Herrlichkeit. Ich bin genial. Tanzen zu gehen war eine tolle Idee. Hab ich etwa schon meinen ganzen Lippenstift weggetanzt? Gut, dass ich vorbereitet bin. Man weiß nie, wann man ihn auffrischen muss. Hallöchen. So geschmeidig. Da fällt mir was ein. Ich habe auch Make-up dabei, siehst du? Aber meins ist etwas anders. Oh, fast vergessen. So lecker. Naomi, das darfst du doch nicht essen. Entspann dich, das ist was Süßes. Siehst du? Wow, das ist ja unglaublich. Das Mädchen glaubt, sie sei clever. Yo, Candy Girl! Hallo? Das ist doch nur mein Lippenstift. Schau nicht so genau hin. Sieht rot aus.
schön cremig und... Ich muss noch genauer hinsehen. Sehr interessant. Ich muss mir die Moleküle genauer ansehen. Was für ein schräger DJ. Naja. Okay. Danke. Nicht der hellste, hä? Huh? Probier ihn aus. Oh, der schmeckt echt gut. Diese Ärztin braucht echt ewig. Was für ein Tag. Wollen die alle zu mir? Frau Doktor! Wer ist als nächstes dran? Ich bin dran, bitte. Es geht weiter mit... Oh, ich wusste, dass ich mein Wasser irgendwo vergessen habe. Hydriert bleiben ist wichtig. Was für eine Verarschung! Wer ist der Nächste? Was dagegen, wenn ich mich reinquetsche? Vielen Dank! Ich schaff das! Keine Bange! So. Armes Ding. Jedes Mal. Hey, Doc! Oh, hi, du. Ich habe mich einfach mal reingelassen. Ist das okay? Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie werden es gleich verstehen. Es ist nicht alles, wonach es aussieht. Ich dachte mir, Sie haben wahrscheinlich Hunger. Und das gute Zeug ist hier oben. Hier eine Ladung Nervenfutter. Oh, ich weiß, warum ich Medizinerin geworden bin. So, siehst du, ich bin's nur. Danke, Mädchen. Ich habe auch gerade Kaffee gekocht. Ach, ich liebe Montage. Hi, du. Was sollen die ganzen Snacks? Die darfst du hier nicht mit reinnehmen. Was für eine nervige Regel. Ab in die Tonne damit. Wenn wir keine andere Wahl haben. Ach, was soll's. Ich will mein Zeug nicht wegwerfen. Meine Strumpfhose. Das könnte klappen. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich schmeiß doch meine Snacks nicht weg. Doppelseitiges Klebeband ist alles, was ich brauche. Ich klebe die Bonbons einfach drauf. Strategisch platziert, versteht sich. Das ist doch ein cooler Look, oder? Moment! Ich habe nichts dabei, sehen Sie? Immerhin sehe ich keine Süßigkeiten. Ha! Die Strumpfhose. Aha! Die ist mega süß. Oh, danke. Rein mit dir. Das ist ja stylisch. Was habe ich verpasst? Hast du Hunger? Denn ich habe was dabei. Na, beeindruckt? Da war nur ein bisschen Kreativität nötig. Willst du einen? Die Schuhe sind ja heiß. Biologie ist wirklich ein Schnarchfest. Als ob ich dieses Zeug wissen muss. Ist bald Mittagessen? Ich könnte wirklich einen Snack gebrauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja! Hey! Kannst du nicht lesen? Nicht in meinem Klassenzimmer. Na gut, so unfair. Ich wette, du kannst sie schmuggeln. Die Ohrringe sind die Lösung. Naomi, gib mir deine Ohrringe. Und die Bärchen. Yes! Verwandeln wir die Snacks in ein Modestatement. Halt dich fest, kleiner Kerl. Steck so viele drauf, wie du willst. Und ehe du dich versiehst, ist es fertig. Die sind niedlich, oder? Viel Spaß! Danke, ich will die fast gar nicht essen. Aber nur fast. Sehr lecker. Stellen wir sie auf die Probe.
Was war das? Okay, wo war ich? Hey, kann ich einen probieren? Und die... warum beißt du Naomi? Ist sie ein Zombie? Möchte ich das wissen? Hallo, nur einmal bitte. Mal sehen. Na gut. Aber Snacks hast du nicht dabei, oder? Nein. Davon überzeuge ich mich selber. Oh, das ist ein absolutes No-Go. An mir kommt nichts vorbei, junge Dame. Ach, danke für gar nichts. Die Frau ist gemein, aber sie ist nicht besonders gründlich. Mmh, wer hätte gedacht, dass Handtaschen so gut schmecken? Schau, die Regeln zu befolgen ist wichtig, aber manchmal sind sie da, um gebrochen zu werden. Besonders, wenn es um leckere Snacks geht. Bist du bereit, ein bisschen frech zu werden? Konzentration, zielen. Und wieder daneben. Konzentrier dich. Okay, Augen auf das Ziel. Boah, stimmt da was nicht mit der Zielscheibe? Was nun? Eine Party. Aber weißt du noch, was das letzte Mal passiert ist? Der Türsteher wollte mich nicht mit den Snacks reinlassen. Was für eine Enttäuschung. Jetzt bin ich echt mies drauf. Mann! Vielleicht habe ich da eine Idee. Hast du so eine Dartscheibe? Verwende doppelseitiges Klebeband und klebe es in die kleinen Rechtecke. Boah, das ist genial. Kleb deine Gummibäumchen so auf und am Ende wird es so aussehen. Lecker. Stopp. Kein Essen, kein Problem. Oh, du schon wieder? Du hast dein eigenes Spiel mitgebracht, ne? Nur eine Dartscheibe, Kumpel. Danke, Kumpel. Ja, das hat funktioniert. Hey, Leute, Lust auf ein paar Würmer? Gummiwürmer natürlich. Echt cool, ha? Huh? Sharing is caring, Kevin. Oh Mann, ich hab richtig Lust zu feiern. Oh, hallo Party. Ernsthaft? Na, so viel zum Spaß haben. Was sei denn? Ich kann was reinschmuggeln. Moment mal. Diese alten Kerle können mir aushelfen. Oh ja. Yeah. Ich hätte zwei davon mitbringen sollen. Kannst du nicht lesen, junger Mann? Na ja, was soll's. Ne, die Ehre ist ganz meinerseits. Oh, wie aufmerksam, mein Herr. Vielen Dank. Das war einfacher, als ich dachte. Und jetzt kann ich naschen, wann immer ich will. Boah, das schmeckt echt lecker. Jedem das seine. Stopp. Kein Essen erlaubt. Mich, wie schnell ich die aufessen kann. Oh Mann, an dem schaffe ich es ja nie vorbei. Ob mir diese Mädels wohl helfen können? Na, dieses Teil ganz sicher. Ich habe einen Plan. Erwischt. Ich kann das erklären. Ist doch nicht mal meins. Ich werde mir das nur ganz kurz ausleihen. Es sieht wie eine ganz normale Make-up-Palette aus, oder? Naja, nicht mehr lange. Verwende ein kleines Tool, um den Lidschatten zu entfernen. Und wenn du fertig bist, kannst du sie mit Süßigkeiten füllen. Pack sie aus und es kann losgehen. Die haben die perfekte Größe. Schau dir all diese Leckereien an. Wunderschön. Ja, jetzt gibt's nichts zu sehen. Stopp, stopp. Was denn das? Ja, nur meine Lidschattenpalette. Ja, das war einfach. Was geht, Party People?
Lust auf was Süßes? Ja, einer nach dem anderen. Und der Rest ist für mich. Nicht so schnell. Aber das habe ich doch gerade erst gekauft. Ach, das ist so unfair. Hm. Huh? Hey, zeig mal her. Mal, schau dir dieses hübsche Kerlchen an. Oh, sorry. Ja, ich war ein bisschen abgelenkt. Viel Spaß auf der Party. Ja, das lief echt gut. Hey, Bella. Willst du ein Geheimnis hören? Du brauchst eine Wassermelone und ein bisschen Silberspray. Das wird nicht mehr lange in der Frucht bleiben. Jetzt der wirklich coole Teil. Kleb diese kleinen spiegelnden Teile auf die Melone. Erstes fertig und viele weitere folgen. Du willst sagen, dass das eine Wassermelone ist? Du bist ein Genie, Bella. Ah, das perfekte Partyessen. Sag Melone. Mm, die Schokolade schmeckt echt gut. Aber nichts bereitet mir bessere Bauchgefühle als die schöne Bella. Küsschen, Süße. Hey, ist Bella auf dieser Party? Ich werde ihr eine Leckerei vorbeibringen. Sie wird sich sofort in mich verlieben. Nicht so schnell. Oh Mann, die Regeln sind total bescheuert. Stopp. Dreh dich mal um. Kapuzen-Schoki. Aber ich brauche das. Ich muss kreativ werden. Ob er das bemerken wird? Ich hab's. Oh ja. Doppelseitiges Klebeband. Check. Jetzt zur Platzierung. Und Leute sagen, Schokolade verleiht dir keine Bauchmuskeln. Und noch eins. Perfekt. Vergiss nicht den obersten Knopf. Und los geht's. Hm, mal sehen. Entschuldigen Sie, Sir. Och, da trainiert aber jemand regelmäßig. Oh, das ging noch mal gut. Aber jetzt zum Warentest. Der Typ schon wieder. Genug mit den Freundlichkeiten. Zeit, die wahren Waffen zu ziehen. Oder besser gesagt, süße Waffen. Greift zu, meine Damen. Oh, kann ich auch eins haben? Wie auch immer. Warum sollte man sich einschränken, oder? Was ist besser als eine kranke Modenschau? Ein leckerer Snack passend dazu. Warum hungern? Ja, wenn du wie ein Profi Snacks reinschmuggeln kannst. Und so geht's. Boah, ich krieg keine weitere Selleriestange runter. Schau dir das ganze Junkfood an. Fühlst du dich hinterhältig? Bleib einfach unten. Bah, die ist noch heiß. Wie bitte? Essen Models Pizza? Oh Mann. Gemüse ist viel besser. Sowas von schwach. Ihr habt euch entschieden, Models zu sein. Ich hasse den Job gerade. Schmeckt wie ein Burger. Beginnen wir mit dem Makeover. Jetzt? Okay. Du musst wissen, dass ich vielleicht ein paar Zentimeter zugenommen habe. Sieht gut aus. Das ist genau richtig. Oh, das ist ein bisschen eng hier. Was ist denn passiert? Lass mich mal sehen. Komm schon. Du hast dich in Süßigkeiten eingewickelt? Was für ein Mensch tut denn sowas? Boah, diese Schokolade ist der Hammer. Stopp, kannst du nicht lesen, kleines Mädchen? Ich bin eine Ausnahme. Lass mich rein. Komm schon.
Mann, was hat denn der Kerl für ein Problem? Oh, ich weiß. Oh, das wird episch. Kleb ein bisschen doppelseitiges Klebeband auf den Boden dieser goldenen Praline. Und dann kleb's auf deinen Haarreif. Sieht aus wie eine goldene Krone. Die Schokokönigin kommt. Du schon wieder? Sieht aus, als hättest du deine Lektion gelernt. Viel Spaß bei der Show, Fräulein. Kein Sicherheitstyp sagt mir, was ich zu tun habe. Ich hab's geschafft. Und ich kann jetzt sehr gut einen Snack vertragen. Schokolade und Fashion passen einfach gut zusammen. Oh, wann geht's denn endlich los? Ein leerer Platz? Super. Lass dich nicht stören. Hey, pass doch auf. Vorsicht. Ah, ich bin so froh, dass ich für ein Eis angehalten habe. Hm. Hey, du, ist das ein Eis? Oh, was hast du denn an? Uch. Ui, meine Schuld. Ah, das ist Couture, Lady. Upsi. Jetzt muss ich damit laufen. Ach. Die fliegt sowas von raus. Die glaubt wohl, die kann mich verarschen. Presse? Eher eine Eiscremeschmugglerin. Das nehme ich. Nein. Gib mir das Ding. Direkt ins Auge. Oh, ich verschwind lieber. Komm zurück. Bin ich endlich alleine? Das ist so gut. Lecker. Du bist in 5 Minuten dran. Das war knapp. Meine Krone. Ja, genial. Du brauchst Eishörnchen und etwas essbaren Kleber. Gib 2 Kügelchen auf den Rand und kleb sie dann auf deinen Haarreif. Am Ende bekommst du dieses Design. Vergiss das goldene Finish nicht. Natürlich essbar. Wow, diese goldene Krone ist spitze. Hier drüben, hier drüben. Und wenn du Hunger bekommst, brich einfach ein kleines Stück ab. Man sieht sich immer 2-mal, Wachmann. Cowgirl-Fashioniste? Die Lobby ist nicht groß genug für uns beide. Oh ja? Ja, wirklich. Zieh deine Waffen. Oh ja? Kannst du lesen? Zeig mir die Ware. Ach, hier gibt's doch nichts zu sehen. Ich schmuggle keine Snacks, Mister. Genieß die Show. Was für eine nette Lady. Sophia, du siehst ja umwerfend aus. Nicht verraten, ich bin vollgepackt. Und 1 für dich. Oh, danke. Und jetzt kommt die Mode. Ja, wie ist denn sein Name? Oh, oh. Hey. Danke. Tschüss. Oh, ich kann nicht noch mehr davon trinken. Oh, ich brauche mal was Richtiges zu essen. Uah. Hey, ich habe ja ganz vergessen, dass ich das hab. Ja, die wird schimpfen, wenn sie mich erwischt. Und ich darf da nicht laufen. Es muss doch einen Weg geben. Ah, und ich habe eine Idee. Spalte die Kokosnuss und leg sie offen hin. Dann schüttest du deine Lieblingssüßigkeiten rein. Schön voll machen. Hat jemand nach einer tropischen Göttin gerufen? Ja, das sind echte Kokosnüsse. Vollgestopft mit echten Snacks. Ich darf doch. Fashion Show, ich komme. Hä? Ihr Leute lernt es nie, hä? Oh, aber ich hab dir doch eben erst gekauft. Gib mir das. Die Chips auch. Nur über meine Leiche. Ach. Niemand fasst meine Snacks an. Wer ist denn das? Was? Ich habe kein Essen bei mir. Ich habe nicht mal Taschen. Okay, gut.
Danke, Süße. Bis später. Du irrst dich, Samt ist out. Ist der echt? Shh. Komm raus. Mann, das war ganz schön eng. Jetzt geht's richtig los. Danke dir. Nimm, was du willst. Eine Stretchhose ist wirklich vielseitig. Oh, die Farbe ist der Hammer. Ich kann nicht glauben, dass wir zu einer Modenschau gehen. Schau dir das an. Hä? Was zur... Suchst du das hier? Kein Essen erlaubt, siehst du? Oh, nee. Wir sollten uns da was überlegen. Was sollen wir denn jetzt machen? Sophia! Was? Und das? Gib mir das. Okay, ich warte. Siehst du das? Verteil sie auf dem Tisch. Und zieh sie dann auf eine Schnur. Vergiss nicht, die Enden zu verknoten. Wo ist sie denn? Gefällt dir mein Schmuck? Ich habe auch was für dich gemacht. Danke. Können wir jetzt rein? Du riechst so vertraut. Du kannst rein, denke ich. Danke, Mister. Oh, essbare Accessoires sind im Moment total in. Ich muss dieses kreative Gehirn ja irgendwie füttern. Keine Snacks im Unterricht. Und was soll ich jetzt machen? Auf keinen Fall wird er Madison mit diesen Süßigkeiten reinlassen. Was? Sie kann sie so leicht verstecken? Das bringt mich auf eine Idee. Diese üppigen Locken werden den Zweck erfüllen. Snackzeit! Hey, Ellie, schau mal! Ja, Madison, ich habe auch einen Klebestift. Nein, schau, wenn die Kappe ab ist! Oh, dein Klebestoff ist rot. Meiner ist klar. Nein, Ellie, schau! Das ist kein Kleber! Ich kann so viel rausziehen! Es ist so dehnbar und lustig. Cool, ich hätte auch gern etwas Schleim zum Spielen. Oh, du kannst es so dünn dehnen? Snackzeit! Ew, du isst Schleim? Lecker! Madison, hör auf, das zu essen, du wirst noch krank. Keine Sorge, Ellie, das ist kein Schleim. Schau, ich habe einen Klebestift genommen und den Kleber entfernt. Perfekt, kein Kleber mehr drin. Nun zu den Gummibärchen. Ich habe sie einfach mit meinem Föhn geschmolzen. Oh, sie werden ganz klebrig. Das ist lustig. Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich brauche den Klebestift und die geschmolzenen Gummis. Zeit, es einzugießen. Es ist wie ein großer Tropfen. Fülle es bis ganz nach oben. Erledigt. Jetzt die Kappe. Sieht aus wie normaler Kleber. Schau, Madison, ich habe meinen eigenen gemacht. Schau dir diese dehnbare, gummiartige Füllung an. Schau, wie ich es durch meine Finger drücke. Zeit zum Essen. Hey, lass sie uns zusammendrücken. Das ist eine endlose Dehnung. Lass uns einen Bissen nehmen. Was ist da drüben los? Oh, nichts, das ist nur unser Kleber. Kleber? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ups. Ich bin hungrig. Zeit für meine Snacks. Hä? Okay, ich brauche einen Drink. Warte. Wo ist nun mein Getränk hin? Vielleicht bin ich nur verwirrt. Wie wäre es mit ein paar Chips? Warte, wohin verschwindet alles? Jake? Oh, stimmt, ich erinnere mich. Keine Snacks im Klassenzimmer. Was soll ich jetzt machen? Warte, was ist sie da? Sie hat keine Snacks.
Hey, wo ist das Essen? Ha? Das ist doch nur ein Notizbuch. Nein, schau rein. Schau, du nimmst einfach ein normales Notizbuch. Du brauchst doch einen Cutter. Jetzt fängst du an zu schneiden. Du musst ein großes Quadrat ausschneiden. Jetzt entferne all diese ausgeschnittenen Seiten. Siehst du? Platz für deine Süßigkeiten. Das passt perfekt. Jetzt einfach zumachen. Voila, bedien dich. Oh, das schmeckt gut. Vorsicht, da kommt der Lehrer. Hast du etwas zu essen hier? Sieht nicht danach aus. Oh. Sport ist wichtig. Oh, yes. Ich bin müde und ich hasse das. Ja, gute Arbeit, wenn du dich reinkniest. Yay, Fitness. Jetzt ein paar Kniebeugen. Ausgezeichnete Kniebeuge, Madison. Und jetzt die Sit-Ups. Eins. Zwei. Was ist los? Keine Sit-Ups? In Ordnung, auf die Beine. Du musst deine Fitness ernster nehmen. Sorry. Warte, ich habe eine Idee. Ich bin zurück mit diesem Fitnesspanzer. Ich nehme meine Fitness ernst. Oh, wow, schau, wie fit deine Bauchmuskeln sind. Das ist eine beeindruckende Fitness, Madison. Meine Bauchmuskeln sind eigentlich Süßigkeiten. Das Training ist köstlich. Schokolade ist ein viel besseres Training. Yep, ich bin fleißig. Oh, okay, ich hab's kapiert. Ja, ja, ergibt für mich Sinn. Ich kaue nur an meiner Zugkordel, keine große Sache. Ist Jake etwa? Ich muss genauer hinsehen. Es sieht aus, als ob seine Kordel... Warte. Was ist das da drüben? Das ist kein Kordelzug. Jake, keine Süßigkeiten im Unterricht. Na gut, sorry. Und was jetzt? Ich bin noch immer hungrig. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich nehme nur einen Schluck Wasser. Oh, dieses Wasser ist so köstlich. Ich meine, erfrischend. Jake, ich kann dich sehen. Du darfst auch nichts Süßes aus deinem Becher essen. Na gut. Im Ernst, geh einfach wieder an die Arbeit. Er kaut immer noch auf dem Stift herum. Da kommt mir eine Idee. Alles klar, Zeit für Süßigkeiten. Ich nehme die Kappe von meinem Textmarker ab. Und dann entferne ich den Tintenteil. Ich darf die Spitze nicht vergessen. Sie ist länger, als ich dachte. Und dann sauber machen. Nächster Schritt, Süßigkeiten. Ich schiebe einfach alle Süßigkeiten in den Marker. Passt perfekt. Zeit, das Ende wieder draufzusetzen. Es kann losgehen. Schön, ein Süßigkeitenmarker. Das schmeckt so gut. Ich könnte es den ganzen Tag essen. Jake? Was isst du schon wieder? Ich esse nicht. Ich kaue nur auf dem Marker rum, wie sie. Oh, ich denke, das ist in Ordnung. Gut. Okay, ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Das ist mein absolutes Lieblingsfach. Es ist wichtig, dass die Pizza rund ist.
Natürlich, runde Pizza. Genial! Die Belege müssen natürlich frisch sein. Frischer Belag macht eine frische Pizza. Überzeugt euch selbst. Wow, Pizza! Das ist der beste Unterricht, den es je gab. Euer Pizza, ich liebe dich. Was ist mit meiner Pizza passiert? Nein, es war nur ein Traum. Warte, ist Jake sein Radiergummi? Vielleicht träume ich noch. Ich schaue besser genauer hin. Sieht für mich wie ein normaler Radiergummi aus. Funktioniert auch wie ein normaler Radiergummi. Jake, wie kannst du deinen Radiergummi essen? Nur ein Ende ist ein echter Radiergummi. Das andere Ende ist süß. Am anderen Ende ist Süßes? Es ist Marshmallow. Es ist doch einfach zu machen. Nimm einfach deinen Radiergummi und schieb ihn durch. Dann brauchst du einen Marshmallow. Er passt genau rein und sieht aus wie ein Radiergummi. Ja, Marshmallows in jedem Unterricht. Den ganzen Tag Marshmallows. Alles klar, Zeit die Beine zu bewegen und das Blut in Wallung zu bringen. Ihr macht das toll, Leute. Halten wir die Herzfrequenz hoch, ja? Nur noch 30 Minuten. Ihr wollt Ergebnisse sehen, nicht wahr? Oh, ich bin schon total kaputt. Einer wird gar nicht merken, dass ich aufgehört habe. Lilly, wie lautet unsere Regel für Kaugummi? Mann, ich schätze, er passt doch auf. Du kannst ihn später wieder haben. Aber jetzt lasst uns die Hüften kreisen. Boah, ich muss mich jetzt beeilen. Gut, dass ich ein paar extra dabei habe. Ja, ich fühle das Brennen. Und da kommt eine Blase. Nur mein Gymnastikball. Siehst du? Ich denke, ihr wisst, was als nächstes kommt. Gut gemacht, Lilly. Und eins, zwei, drei. Huhu. Los, die Fans, auf geht's. Hol dir den Ball und lass uns pumpen. Los, los, los. Hey, willst du was von meinen Süßigkeiten? Oh, nein. Hast du das Schild nicht gesehen? Kein Essen erlaubt. Regeln sind Regeln. Sie werden punkten. Was haben wir denn hier? Wo? Ui, ich wurde erwischt. Wer isst denn so viele Süßigkeiten? Bitte ruf nicht meine Eltern an. Oh. Oh oh. Ich sehe Sternchen. Aber ich sehe auch eine tolle Idee. Oh ja. Wir sehen uns. Besorg dir einen Basketball und schneide ihn mit einer Klinge so auf. Siehst du den leeren Raum? Füll mir ihn auf. Da passt sich eine Menge rein. Ja, ich habe nur meinen Ball, siehst du? Hey, geht's dir besser? Was? Boah, das ist ja unglaublich. Mein Favorit. Das Spiel macht so viel mehr Spaß. Oh, oh, ah, versteck's. Ja, ich schaue mir nur das Spiel an, Coach. Okay. Foul. Hallo, liebe Klasse. Atmet tief ein und wieder aus. Jetzt Handflächen zusammen und beugt euch nach vorne. Und nochmal. Hä? Nicht schon wieder? Das ist so peinlich. Kaum zu glauben, dass ich zu spät komme. Das war knapp. Und wieder blockiert. Ja, das sollte klappen. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss nur meine Matte ausrollen. Dann bin ich startklar. Aber vorher ein kleiner Snack. Oh, falsche Seite nach oben. Arme ausstrecken.
Handflächen zusammen. Wann ist sie denn gekommen? Oh, unglaublich, die hat's mir abgekauft. Das ist meine Chance. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich was mitnehmen. Schnell! Ich brauche hier nur einen schnellen Bissen. Ah. Jetzt streckt die Arme aus. Lasst uns die 100 erreichen. Ich glaube, ich kann nicht. Mach weiter, Sophia. Du willst doch Muskeln, oder nicht? Denk nicht mal ans Jammern. Los! Das ist normal, so viel zu schwitzen. Fast geschafft. Ich fühle mich, als ob ich sterben würde. Okay, gut. 5 Minuten. Das war hart. Mann, ich habe so einen Durst. Oh, sorry. Warte, ist das eine Hantel? Am Ende sind Süßigkeiten drin. Macht's dir was aus? Oh, warte mal. Ein Glück für dich. Ich habe 2 dabei. Hier. Boah, das ist das coolste Ding. Ich glaube, ich fange an diesem Ende an. Wow, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Es ist Himbeere. Achtung. Oh, so ist es richtig, meine Damen. Los geht's. Ich habe die Uhr im Blick, Mädels. Die perfekte Methode für ein paar Schleckis. Oh ja, das sieht gut aus. Bestes Training ever. Hey, was gibt's? Lust auf einen kleinen Snack? Juhu, da ist so viel Zucker drin. Ich zieh's vor, gesund zu bleiben, danke. So werde ich in Form kommen. Deshalb esse ich nur grünes Essen. Und Getränke. Du solltest das mal probieren. Ich? Ich bevorzuge eher die Regenbogendiät. Voller gelber Lebensmittel, braunem Essen und allem, was dazwischen liegt. Und nichts geht über das pinke Zeug. Nee. Kennst du nicht die Regeln? Aber ich will das wirklich essen. Na, was soll's. Ich muss zu meinem Kurs. Boah, das ist so ein Mist. Ich schätze, dann trainiere ich mit leerem Magen. Natürlich frisch riechend. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Um das reinzuschmuggeln, nimm den Stick aus dem Deo raus und ersetze ihn durch Zuckerwatte. Raffiniert, oder? Und es riecht jetzt viel besser. Zeit, ins Schwitzen zu kommen. Mach weiter. Nur eine Sekunde. Sorry, ich hol das nach. Genau, los geht's. Ja, Zeit für einen Snack. Boah, ich schwitze wie ein Schwein. Tu, was du nicht lassen kannst. War nur ein Witz. Aber ich brauche einen kleinen Zuckerschub. Ich fordere mein Glück besser nicht heraus. Mann, das brennt vielleicht. Diese Workouts machen irgendwie Spaß. Puh. Wer mag keine Hula-Hoops? Ich brauche eine Pause und einen Snack anscheinend. Niemand schaut her. Da kann ich mir auch einen kleinen Bissen genehmigen. Ja, ich kann es schon schmecken. Was ist ein Hotdog ohne Ketchup? Oh oh. Und was haben wir hier? Du kennst doch die Regeln. Oh, ich war so nah dran. Sportunterricht. Warte mal. Ich kann die Dinger gut verstecken. Zuerst müssen die Griffe ab. Fädle dann das Seil durch diese Plastikröhren. Wir nehmen die mittlere Wurst. Stich in den Boden und schieb sie ganz durch. Vergiss die andere Seite nicht. Lass uns mit diesem Schatz eine Testrunde machen.
Oh, das funktioniert super. Ich trainiere nur, siehst du? Ja, mach weiter. Und sie hat es mir total abgekauft. Hallo, Protein. Hungrige Geister denken gleich, oder? Wir wetten, dass du mindestens einen dieser Hacks beim nächsten Training nutzen wirst. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Und hast du die schon gesehen? Abonnier unseren YouTube-Kanal für weitere leckere Tricks.